Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video über The Elder Scrolls Online. Und was kann ich anderes sagen, als die Katze ist aus dem Sack? Und ja, der Spruch musste sein. Und er wurde ja auch sogar offiziell so gebracht. Denn nichts beschreibt das neueste Kapitel besser als dieser Satz. Die Dataminer hatten nämlich mal wieder recht. Und im offiziellen Livestream für mich gestern, für euch wahrscheinlich vorgestern Abend, wurden die schon gefundenen Informationen allesamt bestätigt. Man könnte ja fast vermuten, ZeniMax lässt die Daten absichtlich irgendwo relativ offensichtlich herumliegen, damit Dataminer sie finden können und dadurch vielleicht so ein gewisser Hype entsteht. Bei anderen Spielen hat es durchaus schon geschadet, wenn im Vorfeld Informationen rausgekommen sind, aber zumindest bei Teso scheint das absolut nicht der Fall zu sein. Der Livestream hatte zwischenzeitlich über 135.000 gleichzeitige Zuschauer, was eine enorm hohe Zahl ist. In diesem Livestream wurden die Pläne von 2019 vorgestellt, darunter auch das Highlight des Jahres, das neue Kapitel The Elder Scrolls Online Elsewhere. Darin enthalten sind natürlich das neue Gebiet, Elsewhere, eine neue Klasse, der Nekromant und auch Drachen. Also quasi alles, was wir auch schon vor ein paar Tagen in den Dataminer-Informationen besprochen hatten. Das Ganze wird released als neues Kapitel am 4. Juni für den PC, die Xbox One und die PS4, wobei auch hier wiederum die PC- und Mac-Spieler einen Vorabzugang bekommen und der gilt schon ab dem 20. Mai. In diesem Video möchte ich euch aber einen Überblick geben über alles, was dieses Kapitel enthält und was ihr für den Rest des Jahres in Teso erwarten könnt. Den Anfang macht dabei natürlich Elsewhere als Gebiet. Wenn ihr aber andere Zeitpunkte haben möchtet oder andere Themen haben möchtet, findet ihr die Zeiten in der Videobeschreibung. Aber wir fangen natürlich mit dem namensgebenden Gebiet an. Elsewhere, die Heimat der Khajiit. Bisher gab es schon manche Teile von Elsewhere in Teso zu spielen, nämlich zwei, um genau zu sein, und es waren auch bisher nur Randgebiete mit Kenatis Rast und der Schnittermark. Aber nun wird es etwas mehr davon geben für die Erkundung, und zwar mehr vom zentralen Bereich. Es wird allerdings nicht komplett Elsewhere als spielbaren Bereich geben. Dafür ist es dann doch einfach zu groß, aber es wird zumindest ein gewisses Stück mehr davon geben und im Laufe des Jahres wird dann noch ein weiteres Stück mit einem Story-DLC hinzugefügt. Dafür kann man aber innerhalb dieses Gebietes, weil es eben die Zentralregion ist, das komplette Spektrum an Flora und Fauna sehen, das die Heimat der Khajiit zu bieten hat. Also fruchtbares Grasland wird dabei sein, Mondzuckerplantagen wird man bereisen können und auch die heißen Wüsten und die Nomadenstämme der Khajiit wird man dort erleben können. Storytechnisch ist das Ganze eingebunden darin, dass die Kaiserlichen mal wieder in ein anderes Land einmarschieren, dieses Mal in Elsewhere. Und naja, die Khajiit brauchen dann entsprechende Hilfe von den Spielern. Sie haben zwar ein Bündnis mit anderen Völkern und haben ja auch die Altmeri-Dominion mit denen gegründet, aber die scheinen gerade anderweitig beschäftigt zu sein und können daher nicht helfen. Aber es gibt ja ein paar Millionen Spieler, da kann man ja schon mal um Hilfe bitten. Und die Khajiit sind ein so süßes Volk, denen hilft man natürlich gerne. Die genauen Gründe, warum die Altmeri-Dominion nicht helfen kann, sind offiziell noch nicht bekannt, aber es wurde schon gesagt, innerhalb der Story, die man spielt, wird das Ganze näher erläutert werden. Und ich hoffe, dass es ein guter Grund ist, weil, naja, es wäre das Naheliegendste, an die verbündeten Völker heranzutreten und sie um Hilfe zu bitten. Aber hey, auch wenn man andere Völker spielt, kann man den Katzen ja helfen. Ansonsten wird man auch noch sehr viel mehr über die Khajiit selbst und ihre Kultur bzw. Lebensweise und auch über deren Religion und Mythologie erfahren. An dieser Stelle möchte ich jetzt keine Schleichwerbung für das Lore-Video machen, das ich vor kurzem herausgebracht habe, in der man natürlich auch relativ viel darüber erfahren kann, aber nun werden wir noch erheblich mehr darüber erfahren und sogar einige Dinge, die es bisher noch nicht über die Khajiit zu wissen gab. Das wurde auch schon verkündet. Die Hauptstory soll dabei ca. 30 Stunden dauern und das ist damit eine ziemlich lange Zeit und soll sogar den Umfang von Somerset etwas übertreffen. Schön ist auch wieder, dass Neulinge ebenfalls wieder direkt nach Elsewhere reisen können. Das heißt, wenn man dann einen neuen Charakter erstellt, kann man eben vermutlich über ein neues Tutorial, steht noch nicht fest, kann ich mir aber gut vorstellen, eben direkt in das neue Gebiet kommen. Und dann eben auch mehr über sie lernen. Denn die Khajiit kommen ja in allen möglichen Formen und Farben vor. Und das quasi auch wortwörtlich, denn sie haben ja das sogenannte Mondgitter. Sprich, je nach Konstellation ihrer zwei Hauptmonde, Massa und Sekunda, haben Khajiit unterschiedliches Aussehen. Und davon gibt es insgesamt 17 Unterrassen.
In Teso, beziehungsweise in dem Elsewhere-Kapitel, wird es mehr Unterrassen zu sehen geben, auch solche, die man sonst im Spiel noch nie gesehen hat, aber vermutlich werden es nicht alle sein. Bisher wurden lediglich zwei bestätigt, da werden aber sicherlich noch ein paar dazukommen und wahrscheinlich auch ein paar als Überraschung zurückgehalten werden. Unter anderem sind bestätigt die Alphig, das sind hauskatzengroße Khajiit, und die Senjirat, also riesenhafte, säbelzahntigerartige Khajiit. Besonders erstere finde ich sehr interessant, mal schauen, ob sie auch mit einem reden können. Eigentlich müssten sie es ja. Das sind ja nicht nur Pets. Aber gut, das werden wir dann sehen, wie die es tatsächlich umgesetzt haben in dem Spiel. Zudem wird es noch andere Inhalte geben, nämlich eine neue Prüfung wird es in Elsewhere geben, den oder die sogenannte Sonnenspitz. Das wird eine 12-Spieler-Prüfung wieder sein und hier mit der Besonderheit, dass es einen echten Hardmode geben wird. Sprich, nicht nur der Endboss wird einen Hardmode haben, sondern tatsächlich jeder Boss in dem Trial oder in der Prüfung. Und in der Welt kann man auch noch auf Drachen treffen. Ja, richtig gehört. Drachen. Oder wie die Khajiit sie nennen, große Katzen. Denn es wird verschiedene Events in der offenen Welt geben und das werden Drachenangriffe sein. Ja, es ist ein gewisser Rückgriff auf Skyrim und ja, man hat nicht so wirklich davon jemals gehört, dass zu dieser Zeit Drachen in Elsewhere zu sehen waren. Aber gut, ich habe es irgendwann aufgegeben, Lore und Teso verbinden zu wollen. Das passt sowieso nicht und sie machen so ein bisschen ihr eigenes Ding. Muss man vielleicht auch als Spieleentwickler. Zumindest war es so, dass man in Skyrim ja als das Drachenblut und also der Held schlechthin Drachen bekämpfen konnte und die Besonderheit war halt, dass man die Drachen sehen hatte und deswegen in der Lage war, diese großen Kreaturen zu besiegen. Und außer dem Drachenblut und natürlich meinem Pferd von der Dunklen Bruderschaft war auch niemand wirklich in der Lage, es mit den großen Drachen aufzunehmen. Und in Teso wird das nicht anders sein. Alleine ist bei den Viechern nichts zu machen, da muss schon eine ganze Gruppe ran. Die Drachen sind nämlich keine normalen Gegner, sondern Bosse. Sprich, entweder sind es Weltbosse, wenn man sie bei einem Weltevent trifft, oder auch in den Dungeons werden sie als Bosse fungieren. Sie fliegen also wahrscheinlich nicht einfach durch die Welt und bringen irgendwelche Leute à la Deathwing um, wobei es natürlich die Events gibt, bei denen die Drachen erscheinen und naja, es sind fliegende Wesen, also ein bisschen wird man sie wahrscheinlich dann auch aus der Distanz in den Luftkreisen sehen können. Und sie werden natürlich auch in der Hauptgeschichte des Spiels eine Rolle spielen. Der erste Trailer, den man sehen konnte, hat ja schon ganz klar darauf hingedeutet, woher sie überhaupt kommen. Wobei mich immer noch interessiert, wie sie da reingekommen sind in diesen Berg. Ich weiß nicht, was Drachen anlockt, aber vielleicht werden wir das ja auch noch erfahren. Aber wir werden auf jeden Fall ein bisschen was erfahren, was sie denn so anstellen in Elsewhere. Wenn man dann in der Story auf die Drachen trifft, bekämpft man sie allerdings auch nicht alleine. Dort helfen einem dann NPCs. Jetzt würde ich eigentlich ganz gerne eine popkulturelle Anspielung auf eine sehr beliebte Serie machen mit Drachen und Wiederbelebung. Aber das wäre wahrscheinlich ein Spoiler, daher lasse ich das und gehe einfach mal direkt über zur neuen Klasse, dem Nekromanten. Letztes Jahr wurde ja schon sehr wild spekuliert, ob nicht mit dem Somerset-Kapitel eine neue Klasse käme, weil eben im Jahr zuvor mit Morrowind auch eine neue Klasse kam, der Hüter. Und daher könnte es ja vielleicht sein, dass mit Somerset und den Kraken, die ja auf Nekromantie stehen, vielleicht der Nekromant als neue Klasse kommen könnte. Beides stellte sich jedoch als falsch heraus. Offenbar war die Idee einer Nekromantenklasse aber so beliebt bei Spielern, dass Zenimax sie nun mit dem Elsewhere-Kapitel ins Spiel bringen wird. Der Nekromant ist dann, wie der Hüter auch schon, in der Lage, alle drei Rollen im Spiel auszufüllen. Er wird Tank sein können, er wird Heiler sein können und er kann auch als DD Schaden austeilen. Und jeder dieser drei Ausrichtungen erhält einen eigenen Talentbaum. Das Kernelement des Nekromanten ist natürlich die Totenbeschwörung, egal welchen Talentbaum ihr wählt. Aber er soll auch über Elementarmagie verfügen. Mal schauen, was das wird. Er muss sich ein bisschen abgrenzen von der Eismagie des Hüters. Mal schauen, wie das wird. Zumindest wissen wir schon, er ist eine Art Pet-Klasse. Seine Begleiter sind aber nicht permanent, sondern immer nur für einen kurzen Zeitraum da. Wir haben leider noch keine genauen Informationen zu den einzelnen Skills, aber ein paar Ideen wurden schon genannt. Und das sind eigentlich mehr als Ideen, denn es sind feststehende Skills. So wird es zum einen einen beschwörbaren Skelettmagier geben, der Gegner aus der Distanz angreift, und es wird eine andere Leiche geben, die auf Gegner zurennt und dann explodiert. Und einen untoten Heiler wird es auch noch geben. Wie ihr schon merkt, das Gameplay dreht sich grundsätzlich um Leichen. Man soll sowohl vorhandene Leichen, also von Gegnern, vielleicht Mitspielern, wer weiß, nutzen können, aber man wird auch selbst welche beschwören können. Also man kriegt quasi einen Exhumieren-Zauber. Aber selbst wenn der Nekromant keine Leichen zur Hand hat, kann er immer noch ein paar seiner Zauber wirken. Allerdings werden sie besser sein, wenn man Leichen verwendet.
Man muss daher gut auf seinen Vorrat an Leichen achten und ihn clever nutzen und nicht die Leichen einfach verschwenden? Naja, von Leichenverschwendung habe ich zwar noch nie gehört, aber scheinbar ist das so eine Sache jetzt demnächst in Elsewhere. Eine Frage, die ich dagegen beantworten kann, weil sie beantwortet wurde von offizieller Seite, ist, passen die Nekromanten überhaupt in die Lore? Wie gesagt, TSO nimmt sich so ein bisschen was heraus, was die Lore-Korrektheit angeht, aber gut, sie haben es zumindest ja ein bisschen versucht. Dass es Nekromanten gibt in der Lore ist wohl unbestritten. Und im Laufe der Hauptstory des Grundspiels ist man ja auch schon auf den ein oder anderen vielleicht getroffen. Aber es besteht ein Nekromantieverbot durch die Magiergilde. Ich dachte zwar, dass das Verbot erst einige Jahre später eingeführt wurde, aber wenn es die Entwickler in TSO so in Hand haben wollen, dann meinetwegen. Als Entschädigung für eventuelle Lore-Verbiegungen erhalten wir immerhin eine coole neue Klasse. Sie greifen diesen Aspekt aber auch im alltäglichen Gameplay auf. Belebt man in der Nähe von Menschen eine Leiche wieder, so geraten sie in Panik. Also die Leute, nicht die Leiche. Es ist mehr so ein Ah, eine Leiche und nicht Ah, Leute. Zudem erhält man dafür auch noch Kopfgelder und die Leute werden einen bei den Wachen verpetzen und die greifen einen dann wiederum an. Ich finde das eine nette Idee, auch wenn es das Duellieren in Städten vielleicht etwas schwieriger gestalten dürfte. Der Nekromant und Elsewhere sind aber nicht die einzigen Dinge, die in diesem Jahr erscheinen werden. Insgesamt wurden nämlich 4 Dinge für das Jahr 2019 in TSO angekündigt und allesamt haben den Oberbegriff die Saison des Drachen. Beginnen werden wir mit einem Dungeon-DLC namens Wrathstone, der leider relativ schwierig auszusprechen ist und kein deutsches Pendant hat, aber zumindest dieses Steintablett, diese Steintafel hat man auch schon gesehen. Sie wurde unter anderem an ein paar YouTuber im Vorfeld verschickt als reale Version einer Steintafel, die zerbrochen ist, und auch in dem Trailer konnte man schon sehen, was passiert, wenn die beiden Hälften zusammengeführt werden. Es könnten Drachen entstehen. Der Dungeon DLC wird wiederum 2 Dungeons, wenn ich das richtig gesehen habe, enthalten und in ihnen werden die Anfänge des Drachenausbruchs behandelt. Vermutlich auch die Invasion der Kaiserlichen, aber nichts Genaues weiß man nicht, aber da es der erste DLC in diesem Jahr ist, wird das schon relativ bald wahrscheinlich veröffentlicht werden. Als zweites wird dann das Kapitel kommen, also Elsewhere selbst, und zwar ja, am 4. Juni und anschließend wird es leider noch einen Dungeon DLC geben im 3. Quartal. Und den Abschluss des Jahres macht dann wieder ein Story-DLC. Dieses Mal der versprochene weitere Teil von Elsewhere und vermutlich auch der Abschluss der Geschichte, eben um die Saison des Drachen. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie immer mehr dahin gehen, dass es mehr Dungeon-DLCs und weniger Story-DLCs gibt. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich fände es einfach besser, Story-DLCs zu veröffentlichen. Ich halte nichts von Dungeon-DLCs, ich bin auch nicht die Zielgruppe davon. Aber gut, man muss natürlich auch irgendwie den MMO-Aspekt ein bisschen hochhalten, denn das Kapitel selbst geht ja deutlich mehr an Singleplayer als an Gruppenspieler. Daher muss man ja auch für die ein bisschen was dabei haben. Es hat allerdings den kleinen Nachteil, dass man als Spieler, der diese Dungeon-DLCs dann allesamt nicht spielt, die Hälfte der Geschichte, grob gesehen, verpasst. Denn mit der Saison des Drachen wird das komplette Jahr 2019 genutzt, um eine fortlaufende Geschichte zu erzählen. Eben die der Drachen und deren Wiederkehr in Elsewhere. Dadurch, dass man schon den Anfang nur in Dungeons sieht und dann vermutlich das dritte Teil davon auch nur in Dungeons sieht, könnte man da das ein oder andere verpassen und ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie das lösen wollen. Grundsätzlich muss ich aber sagen, ich finde es eine sehr gute Idee, dass sie versuchen, diese neue Art des Storytellings auszuprobieren. Vielleicht stellt sich am Ende des Jahres heraus, dass es überhaupt nicht funktioniert hat. Aber ich denke, der Versuch sollte man auf jeden Fall wertschätzen und auf jeden Fall erst einmal versuchen, das zu unterstützen. Wenn ihr das unterstützen wollt, grandiose Überleitung, dann könnt ihr euch natürlich Elsewhere auch bestellen, denn sonst kann man es nicht spielen. Die Preise reichen dabei wieder von rund 40 Euro für die digitale Version, also ein digitales Upgrade, bis hin zu 80 Euro für die digitale Collectors Edition. Die Belohnungen wird es auch wieder geben, die ich allerdings nicht hier jedes einzelne jetzt auflisten werde. Die Belohnungen gelten hauptsächlich für Vorbesteller, aber es gibt auch die ein oder andere, die man erst danach bekommen kann. Also man geht nicht ganz leer aus. Und in der Standardversion, die es für Spieler gibt, die das Spiel noch gar nicht haben, sind sogar neben dem Grundspiel die ersten beiden Kapitel, Morrowind und Somerset, enthalten. Und natürlich Elsewhere. Also hat man dann quasi alles abgedeckt und in einer Version sind sogar alle DLCs noch mit drin.
Wenn ihr die genauen Informationen dazu haben wollt, gibt es eine schöne Zusammenfassung auf der offiziellen Homepage und den Link dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und das war's dann eigentlich auch schon mit diesem Video und dem Überblick. Nicht nur zu 2019, also der Saison des Drachen, sondern auch zum neuen Kapitel, Elsewhere. Ich bin schon ziemlich gespannt darauf, was die mit dem neuen Kapitel machen werden, auch wenn ich die Anfänge mit dem Dungeon DLC Wrathstone nicht erleben werde. Aber gut, Elsewhere im Sommer, das klingt durchaus spannend. Mal schauen, was daraus wird. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.